Na, aber dann, hallo und willkommen zu Folge Nummer 22 meines Kroatischkurses. Ich heiße Goran Krnić, ja, sam Goran Krnić. Und ich wünsche euch auch heute viel Spaß und Erfolg. Der heutige Begrüßungssatz oder Sätze sind auch thematisch mit dem Inhalt der heutigen Lektion verbunden. Die lauten Dobar dan, da ist alles klar, guten Tag. Und dann, danas učimo još bolje, više i brže. Danas učimo, heute lernen wir, auch kein Thema mehr, alles bekannt, alles schon oft erklärt. Und dann kommt još, bedeutet noch, und dann bolje, besser, više, höher oder mehr in diesem Fall, und brže, schneller. Also heute lernen wir noch besser, noch mehr und noch schneller. Natürlich braucht man weder Genie noch Hellseher zu sein, um erraten zu können, dass wir uns heute mit Komparativ, mit Superlativ, mit Steigerung der Adjektiva beschäftigen werden. Eigentlich wäre nach irgendeiner chronologischen oder thematisch-didaktischen Reihenfolge jetzt die nächste Zeit, also das Futur, dran. Aber ich habe gedacht, da ich die vorherigen Lektionen auch eine Zeit, also dem Perfekt gewidmet habe, dass es vielleicht sinnvoll wäre, diese viele zeitliche Themen kurz zu unterbrechen, eine Folge, eine Lektion zu einem anderen Thema zu machen, eben Steigerung, und dann in der nächsten Folge geht's zurück zu Verben und mit Futur dann auch zum letzten großen Thema des Kurses. So, Steigerung der Adjektiva und Adverbien ist ein Thema, was mit relativ umfangreichen Möglichkeiten grammatikalischen Informationen verbunden ist. Andererseits kann man auch sagen, die Adverbien und Adjektive, die man häufig komparieren muss, kann man auch natürlich individuell lernen. Aber wir haben uns in diesem Kurs ja entschieden, zu versuchen, viele oder so gut wie alle Facetten der alltäglichen kroatischen Grammatik einmal zu bearbeiten. Und deswegen widmen wir uns auch der Steigerung. Natürlich kann man für sich herausfiltern, sozusagen, inwiefern man sich da in das Thema vertieft. Man kann natürlich auch nur die Grundlagen mitnehmen, aber diejenigen, die schon ein bisschen intensiver Kroatisch studieren, können natürlich gerne auch ganz detailliert die Informationen bekommen. Also, Adjektive, Adverbien kann man steigern, also die Wie-Wörter. Es gibt ähnlich wie im Deutschen oder identisch wie im Deutschen drei Vergleichsformen. Einmal der Positiv, dobar oder gut. Einmal der Komparativ, kroatisch bolji, deutsch besser. Und Superlativ, najbolji oder beste. Es gibt, das heißt, in diesem Bereich wirklich sehr viele Ähnlichkeiten, nur die Bildungswege sind ganz unterschiedlich natürlich. Komparativ wird durch unterschiedliche Endungen im Kroatischen gebildet, nicht nur die Endungen, aber dazu kommen wir gleich. Superlativ durch Zuführung der Vorsilbe naj. Komparativ, also die erste Steigerungsform, wird im Kroatischen auf vier unterschiedliche Weisen gebildet. Das heißt, manche Adjektive werden durch Zufügung der Endung i gebildet, manche durch die Endung ji, manche mit der Endung shi, und es gibt eine Gruppe unregelmäßiger oder Adjektive, die unregelmäßig kompariert werden. Und das wollen wir jetzt kurz zeigen, damit man einfach tatsächlich, nachdem man dieses Video gesehen hat und verstanden hat, für alle, wirklich alle kroatische Adjektive eine Lösung hat. Natürlich, wenn man das möchte und braucht. Die erste Komparationsgruppe wird mit der Endung i gebildet. Und hierzu muss man im Voraus erwähnen, dass natürlich die komparierte Adjektive und Adjektive in Superlativ, genauso wie alle anderen Adjektive, männliche, weibliche und sächliche Form in Einzahl und in Mehrzahl haben. Deswegen, wenn ich sage, dass ich mit der Endung i arbeite, dadurch erstelle ich nur die Grundform, also die auch gleichzeitig die männliche Einzahlform ist, und durch die unterschiedliche weitere Endungen bekomme ich weitere geschlecht- und zahlspezifische Formen. Am besten sieht man das an einem Beispiel. Als Beispiel nehme ich das Wort zanimljiv. Zanimljiv bedeutet interessant. Wenn ich daraus komparativ, also die erste gesteigerte Form, bilden möchte, also interessanter sagen möchte, dann füge ich die Endung i hinzu. Und dann bekomme ich das Wort zanimljivi.
Ist natürlich nicht sehr einfach für die Aussprache, weil man deutsche Muttersprache ist, aber mit ein bisschen Übung klappt das auch. Sanim Livi. Wenn ich daraus weibliche Form bilde, ersetze ich das letzte I durch das A und bekomme Sanim Livia. Für sächliche Form kommt am Ende ein E, Sanim Livie, und für Mehrzahl haben wir eben die Endungen I und E und A. Das sind also diese klassischen Endungen, die man im Kroatischen ja immer hat und die variiert man hier einfach dementsprechend, also wie immer. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ein interessanter Freund, interessanterer Freund, dann sage ich Sanim Livie Priate. Wenn ich sagen möchte, eine interessantere Freundin, dann sage ich Sanim Livia Priaterica und so weiter. So variiere ich zwischen diesen sechs geschlecht- und zahlbezogenen Formen. Das ist, glaube ich, nicht allzu kompliziert. Das ist dasselbe, was mit normalen Adjektiven passiert. Was auch nicht komplett neu ist, aber vielleicht noch nie so großartig das Thema war, wenn ihr Kroatisch gelernt habt und auch nicht in meinen Kursen, ist noch eine Lautänderung, die man mobile, bewegliche, unbeständige A nennt. Das sehen wir hier am Beispiel von Pametan, diese rot markierte Stelle. Männliche Form ist Pametan, weibliche Form ist Pametna. Das A ist verschwunden. Dasselbe passiert zum Beispiel bei Dobar und Dobra. Ja, gut, gute. Das A ist weg. Das ist, wie gesagt, eine Lautänderung. Das A, was instabil ist, das heißt in manchen Formen eines Wortes vorhanden ist und in manchen anderen nicht. Und jetzt da in Detail zu gehen, würde so ein bisschen Rahmen sprengen. Vielleicht lassen wir diese ganzen Lautänderungen, die noch nicht in anderen Videos bearbeitet werden, irgendwann zum Schluss oder schauen wir, wie wir das damit machen. Aber hier reicht die Information. Also ihr kennt ja die Wie-Wörter, ihr lernt ja vom Start mit männlicher und weiblicher Form, hoffe ich. Das heißt Pametan, dann weiß man, dass es Pametna ist in die weibliche Form. Und wenn in diese zwei, in diesem Schritt, die das A verloren gegangen ist, dann wird es auch kein A geben bei Komparativ. Also Pametan, schlau, Pametniji, Komparativ, Pametnija, weibliche Komparativform und so weiter. Diese erste Komparativbildungsgruppe mit der Endung Iji ist überwiegend für längere, drei- und mehrsilbige Adjektive gedacht, wie zum Beispiel eben Sanimli oder Pametan, aber es gibt auch kürzere, die auch dazu gehören, wie zum Beispiel nov, neu, komparativ novi, star, alt, komparativ stari. Das wäre so die erste, die große Gruppe. Die zweite Gruppe ist ein bisschen komplizierter, da seht ihr schon diese ganzen grafischen Darstellungen, Farben, Pfeilchen und so weiter. Auch schon die Bezeichnung Komparativbildung mit der Endung ji, wobei das j in Klammern steht, verspricht, glaube ich, aus eurer Perspektive nichts Gutes. Das J ist in Klammern, weil das J dabei ist, aber im Endergebnis nicht zu sehen ist. Das hört sich natürlich auch sehr abstrakt an. Beispiel macht das, glaube ich, relativ gut verständlich. Wir nehmen als Beispiel das Wort Mlad. Mlad bedeutet jung. Wenn ich Mlad nehme und das J und das I hinzufüge, dann schmelzen, so wie in einem chemischen Prozess, das D und das J zusammen und entsteht ein J. Und das ist genau das, was wir gesagt haben. Das J ist drin, aber ist nicht zu sehen. Und dieser chemische oder sprachliche Prozess, was dabei entstanden ist, ist noch eine Lautänderung, die man Jotierung nennt. Jotierung besagt, dass gewisse Konsonanten in Kombination mit J sich ändern zu einem neuen Konsonant, zu einem palatalisierten Konsonant, zu einem Palatal. Welche Kombinationen bei dieser Jotierung entstehen können, seht ihr in der letzten Zeile. Also C plus J machen Tsch, D plus J machen J, wie in unserem Beispiel. G plus J machen J, H plus J Tsch, K plus J Tsch und so weiter. Die Liste seht ihr hier. Das ist natürlich viel, das ist natürlich umfangreich und das ist natürlich nicht etwas, was man durch einmal das Video gucken lernen kann. Aber das ist etwas, was in vielen Bereichen der Sprache sehr hilfreich ist. Deswegen lohnt sich das vielleicht zu notieren und langsam oder schneller lernen. Das heißt, diese Gruppe ist schwer, weil da im Prinzip immer eine Veränderung besteht, die für euch natürlich im Lernprozess noch nicht immer sehr leicht zu verstehen ist. Zum Beispiel, wenn ich Brz nehme, das Wort, was ich in dem Einführungssatz erwähnt habe, Brz, also schnell, was schon sowieso durch eben das fehlende Vokal, Buchstabe für die Aussprache nicht so ganz einfach ist. Und wenn ich dazu noch das J hinzufüge, dann wird es aus J. Und dann haben wir Brži, weiblich natürlich, Brža, sächlich Brže. Das muss ich nicht jedes Mal wiederholen, da ändert sich nichts.
Das ist, wie gesagt, eine Gruppe, die anders als die Iji-Gruppe überwiegend für kürzere, ein- und zweisilbige Adjektive gedacht ist. Da gibt es dann tatsächlich noch eine kleine Untergruppe, das sind die Adjektive, die zum Beispiel auf ok enden oder auf ek oder auf ak. Dann verlieren wir diese letzte Silbe mit ok, ein Beispiel von visok hoch, das, was übrig bleibt, bildet dann Kern des Wortes und aus vis plus ji wird vishi. Vishi, höher. Und natürlich, damit es nicht einfacher wird, manchmal verursachen die jotierten, also veränderten Konsonanten noch zusätzliche Lautänderungen, gewisse Assimilierungen und so weiter. Wie hier am Beispiel von chest häufig, wo dann chest mit JI zusammen erstmal durch T und J zu CH wird und CH verursacht, dass sich das Sächsische assimiliert. Natürlich sind das keine einfachen Bereiche, aber natürlich, wir sind jetzt auch schon mit der kroatischen Grammatik in relativ fortgeschrittenem Stadium. Deswegen muss man, wie gesagt, hier einfach langsam schauen und versuchen, dann tatsächlich das Schritt für Schritt zu verstehen. Und wie gesagt, ich habe keinen Anspruch, natürlich in diesen Videos wirklich alle Kleinigkeiten der kroatischen Sprache und kroatischer Grammatik zu erklären. Dafür gäbe es natürlich keine Zeit in dem Sinne. Also, aber ich hoffe, dass ihr versteht, was hier passiert, dass ihr diese Lautänderung, Jotierung versteht und dass ihr dann seht, was für Formen hier entstehen können. Also, das ist die zweite und sicherlich die komplizierteste kroatische Komparativbildungsgruppe. Mit J und mit dieser Lautänderung, die sich Jotierung nennt. Die letzten beiden Gruppen sind wesentlich einfacher. Die dritte Gruppe besteht ja nur aus drei Adjektiven. Ich habe dann alle drei hier notiert. She ist die männliche Endung, die wir hierzu hinfügen. Und dann haben wir aus lieb, schön, die Form jepsi. Die Tatsache, dass hier das i verloren geht, ist natürlich auch eine von diesen Lautänderungen, aber das ist jetzt in diesem Bereich ein Einzelfall. Von daher würde ich sagen, nehmt da nicht zu viel Zeit und investiert nicht allzu viel Zeit, um das alles wirklich bis zum letzten Detail zu verstehen, weil das noch natürlich nicht in jeder Phase immer machbar ist. Dann haben wir Lack und dann Endung Schi, Lakshi, weiblich Laksha und so weiter, leicht und Mek, weich, Komparativ Mekshi. Also, das ist die dritte von vier Gruppen, eine ziemlich einfache. Und dann kommt die unregelmäßige Komparativbildung und gleichzeitig die drei oder vier wichtigsten Wie-Wörter, die man im Kroatischen überhaupt als Komparative hat. Und deswegen wahrscheinlich die vier, die man am besten direkt auswendig lernt, weil die mit Abstand am häufigsten vorkommen. Dobar, gut, bolji. Das ist das, was Unregelmäßigkeit betrifft, genauso wie im Deutschen in diesem Fall. Die zwei Wörter Dobar und Bolli haben ja keine Bildungsverbindungen, das heißt, die sind zwei voneinander komplett getrennt gebildete Begriffe. Dobar, Bolli, gut, besser, weiblich Bolja, sächlich Bolje und so weiter. Velik, groß, komparativ veći, größer. Malen, klein, komparativ manji, kleiner. Und so weiter. Und dann noch als Adverb mnogo, viel und Komparativ više. Also meine Empfehlung ist wirklich, versucht diese vier auswendig zu lernen. Durch die Unregelmäßigkeiten bleibt euch auch nicht viel, viel anderes übrig, aber das ist tatsächlich auch das Wichtigste aus diesem Bereich. Also, das waren die vier Komparativgruppen, also das waren die alle kroatische Wie-Wörter sozusagen nach ihrem Steigerungsmodell geteilt. Wie gesagt, viel, aber macht euch keine Sorgen. Also die einzelnen Beispiele lernt man dann schnell und irgendwann ist auch systemverständlich, wenn man ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr Beispiele hat, ein bisschen mehr diese ganzen Regeln und Lautänderungen verstanden hat. Und dafür braucht man natürlich Zeit und Übung. Wenn wir vergleichen, und das ist das, wofür Komparativ in erster Linie da ist, dann brauchen wir auch das Wort als. Ja. Ich bin jünger als mein Vater. Ja? Der Bruder ist größer als die Schwester. Als.
Im Kroatischen haben wir für alles zwei Möglichkeiten, zwei gleichwertige Möglichkeiten. Entweder benutzen wir das Wort nego oder wir benutzen das Wort od. Wenn wir das Wort nego benutzen, dann kommt der zweite Teil der Gleichung im Nominativ, also bleibt in der Grundform sozusagen. Ein Beispiel: Ja, sam stariji nego brat. Ich bin älter als mein Bruder. Nego als brat, Bruder. Alternativ benutze ich od, dann muss ich aber den zweiten Teil in den Genitiv setzen. Ja, sam stariji od brata. Übersetzung ist identisch, ich bin älter als der Bruder, aber eben grammatikalisch habe ich eine andere Konstruktion verwendet. Wie gesagt, beide sind gleichwert, beide werden von Muttersprachen mehr oder weniger gleich oft verwendet, also man kann sich da einfach frei entscheiden, was man davon lieber aktiv benutzen möchte. Das alles, was ich bisher gesagt habe, betrifft den Komparativ, aber keine Sorgen, über Superlativ muss ich kaum noch was sagen, nämlich da reicht mir tatsächlich nur ein Satz. Wenn ich in Kroatisch einen Superlativ bilden möchte, dann nehme ich die Komparativform und füge davor als Vorsilbe einmal nai. Dann entsteht ein Wort, was mit nai beginnt und dann Komparativ danach hat. Najbolji, najmlađi, najzanimljiviji, najpametniji, najstariji, wie auch immer. Männlich, weiblich, sächlich, Einzahl, Mehrzahl, egal welche von vier Komparationstypen, das sind immer einfach nai und Komparativ. So, das war das heutige Thema. Nehmt daraus das, was ihr für euch als wichtig empfindet. Wenn ihr eher am Anfang sind, dann ist wahrscheinlich hier einfach nur das Wichtigste, wie man ein paar Begriffe bildet. Wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, dann ist vielleicht das ganze System interessant. Und wenn ihr euch schon zu fortgeschrittener Kroatisch lerne, verstehe, dann ist vielleicht tatsächlich ganz interessant, für jede einzelne Gruppe und für jede einzelne Form zu schauen, wie die entstehen und welche Lautänderungen dabei welche Wirkungen haben. So sind im Prinzip alle diese Videos zu verstehen. Also man kann natürlich auch selber dosieren und man kann auch natürlich selber schauen, was man davon nutzt. Also, ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen helfen könnte, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr auch wieder was gelernt habt und dass wir uns auch bei der Folge Nummer 23 demnächst mit Futur sehen werden. Bis dahin sage ich Hvala, i doviđenja oder die Lieblingsphrase nicht zu vergessen, za danas je dosta, Hvala i doviđenja, für heute reicht es, danke und auf Wiedersehen.